Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und wir sind sowas von kurz vor unserer Kartoffelernte. So kurz, dass ich jetzt direkt diesen großen Grimmel kaufen werde mit der entsprechenden GPS-Technologie für 614.000 Euro. Gar kein Problem. Und dann haben wir noch ein bisschen Handgeld, um einmal zum Italiener zu gehen und dann ist es gut. Also, möchten wir kaufen? Ich weiß nicht, aber wir haben es gemacht. Ventor. Erstmal angucken, den Bäumel. Achso, der war wahrscheinlich hier in so einem komischen... Ich wollte eigentlich das machen und dann wollte ich das machen und dann wollte ich das machen und das und das und das und dann wollte ich einen schönen Screenshot machen. Und dann wollte ich das wieder einblenden und dann wollte ich hier einsteigen, aber das geht hier irgendwie nicht, weil... Ja, warum auch immer. Ich komme ja so rein. Wow. Also ich gebe offen zu, ich glaube, dass ich diesen Kartoffelroder, diesen großen Ventor selber in unzähligen Spielstunden LS22 noch nie besessen habe. Das ist jetzt das erste Mal mit euch zusammen. Und ich finde den richtig cool von innen. Er hat da natürlich einen Haufen Kameras, die leider nicht funktionieren. Dafür geht die Spiegel. Da ist auch nochmal ein Display. Kühlschrank wäre doch immer gut in solchen Dingern. Ja, sollten wir dem Ventor auch sagen, wo er hin soll. Nämlich zum Baumwoll-Kartoffelfeld. Nee. So. Oh. Alles klar. Ich finde hier die Bodentexturen irgendwie super cool. Gut, das Feld ist auch fertig. Hier soll ja Gerste rein. Für Mais haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist also alles wunderbar. Oh, und es wird gespeichert. Und wie war deine Führerscheinprüfung? Nicht gut, ich bin durchgefallen. Hä, was? Wieso das denn? Ich habe einen Geisterfahrer überholt. Da muss er ja dann selber einer gewesen sein oder was oder wie oder wo oder wer? So. Da ich schon wieder nicht in die... Habe ich den Flugmodus an. Das hat mir ja auch schon mehrfach in den Kommentaren geholfen, da mal dran zu denken. So, kurz gehustet und weiter geht's. Arions. Also, zum Baumwollfeld bitte. Muss entladen werden. Sehr gut. Sollen wir auch mal verschieben hier. Oh, hier sind immer noch so viele. Aber Gott sei Dank muss ich die selber einsammeln. Gut. Und wir werden in dieser Folge noch etwas Neues ausprobieren, was ich noch nie ausprobiert habe. Ah ja, hier unsere... Dinger sind verkauft. Na, guck mal, ich schicke den einmal zurück. Und dann gucken wir uns das an. Also, ausklappen.
Also das muss man Giants ja lassen, ne? Das können sie. Cool. Also das Rohr ist jetzt auf, also das Fördermann ist jetzt auf dieser Seite. Was will ich machen? Folgende Idee. Wir lassen den jetzt erstmal Vorgewende fahren. Soweit so gut, noch nichts Neues. Also wir lassen den 4 oder 5 Vorgewende fahren. Und dann will ich den Beete fahren lassen, von innen nach außen. Und dann müsste der eigentlich das immer so fahren, das will ich dann auch mit den Dreschern ausprobieren, dass die quasi, dass das Förderband, das Rohr, wie auch immer, nie in der Frucht ist. So ist die Idee. Mal gucken. Fahrzeuge auf dem Kurs, 3,30 Meter Arbeitsbreite. Wenn es so ist, ist es so. Wir generieren mal. Na, da macht dann hier irgendwie so Beete. Gucken. Einfach ausprobieren. So, aber die Richtung ist verkehrt. Also nochmal löschen. Gegen den Uhrzeigersinn. Ich möchte im Vorgewinde das Förderband nach außen haben. Okay, also. Das ist erstmal nicht so wichtig. Es geht los. Es geht los. Da kommen sie rein, unsere Erdfrüchte. Ist auch so cool, dass es dauert, bevor die ersten Kartoffeln hier wirklich im Bunker ankommen. Okay, also jetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Du sollst den jetzt abfahren. Das Rohr ausklappen. Und sollst im besten Falle dann hier so hinfahren, dass du die beladen kannst. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also wenn ihr wisst, wie das geht, das würde mich interessieren. Ich glaube, dass ich das hier über Kursplay machen muss. Aber wie sage ich dem, wo er entladen soll? Kursbrett, Drescher entladen, so, das Feld ist schon mal richtig. Zielposition. Ah, so irgendwie, ne? Weiß nicht, ob das klappt. Abladen auf dem Feld. Nee. Ladedrescher. Job starten. Mal gucken. So, machen wir das kurz. So, und wir haben genug Geld, das heißt, wir brechen das hier ab. Sehr gut. Entleeren, wenn über 50%. Fahrer ist zu weit vom Feld entfernt. Bitte den Motor starten.
Tja, ich gebe zu, ich weiß nicht, wie ich das mache. Der müsste doch den jetzt eigentlich abfahren. Es gäbe natürlich noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Wir können es auch über Autodrive machen, dafür sind die Kurse hier nur nicht perfekt. Dafür hätten die alle blau sein müssen. Die hätten alle blau sein müssen. Das wird zu lange dauern, wenn der von da hinten, aber er muss ja dann sowieso irgendwie hier rum. Wir machen es mal so, weil ich anders nicht weiß, wie es geht und ihr werdet es mir bestimmt erzählen. Und ich sonst gar nicht vorankomme. Also, jetzt machen wir das erstmal hier so ein bisschen nach hier hinten. Dann müssen wir das mal ausfahren. So, den müssen wir dann da hinschicken. Also das können wir erstmal. Ah ne, das lassen wir mal an. Also du fährst zu Bild 5 Formwolle. Fährst dann zu Hofsilo Input. Okay. Und hast dabei KW Kartoffeln. So. Du der ist vielleicht sogar kann nicht so richtig. Den müssen wir mal aufnehmen. Ja. Den. Den nennen wir jetzt Feld 05 Überladewagen. So. Okay. Und jetzt würden wir dem einfach nur sagen, er soll den Drescher abfahren. Das wäre dann wiederum Feld 05 und du fährst das hin zu Feld 05 Überladewagen. Das Problem ist, das kann ich so auch nicht machen, weil der... Sekunde. Wir müssen noch eine Sache ändern. Wir müssen jetzt das hier noch umbenennen. Feld 05. Baumwolle. Feld 05. Parking. So, das ist das, der Parkplatz dazu. Das ist okay. Das bleibt ja für dich alles so. Fahr jetzt bloß nicht los. Du bist ja da. Du kannst einfach stehen bleiben. Und jetzt müssen wir den Feld 05-Punkt noch erstellen. Wahrscheinlich geht das alles auch irgendwie einfacher. Aber wir machen es jetzt mal so. So, das hier ist der Feld 05 Baumwolle. Der hat keinen Index. Das ist deswegen wichtig,
damit er, nachdem er hier abgeladen hat, einen Punkt anfahren kann, von dem aus er sauber zum Feld kommt. So. Und jetzt muss ich nur noch dem Ventor sagen, war dir in der Pocket, ja, okay, dass du Feld 05 hast. Und jetzt sagen wir dem Arion, los geht's. Der fährt zu 505 Baumwolle. Ja, jetzt muss er wahrscheinlich einmal rum. Sei ihm gegönnt. Wo ist denn das Ding überhaupt? So, jetzt fährt er aufs Feld. Okay, die Folge wird ein kleines bisschen länger. Ich möchte sehen, ob das klappt. Und insbesondere bin ich natürlich total darauf gespannt, was ihr mir sagt, wie es eigentlich geht. Weil ich glaube, so ist es nicht perfekt. Aber wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ja, hier muss ich ja nichts machen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, solange hier oben noch muss entladen werden steht. Das ist nicht gut. Hätte schon hier sein müssen. Ah, ist er. Habe ich das vom Ventor aus nicht gesehen? Oh, da muss er ganz blöd hin im Beugen gewesen sein. So. Kommt angedüst. Er macht den Motor an. Das passt. Cool. Gibt es da eigentlich noch diese Modifikation, dass man Kartoffeln irgendwie waschen kann und dann sind die mehr wert? Gibt es das noch? Oder ist das Bestandteil des Hauptspiels? So, er fährt zurück. Hätte ja alle mitnehmen können, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, er wird voll sein, schätze ich. Gucken. Ah, das ist jetzt ungünstig. Er ist wahrscheinlich an seinem Gewichtslimit. Okay, nicht schlimm. So, jetzt wird er... das Feld verlassen. Gucken, wo er einsnappt. Immer noch nicht. Was hat denn der Feldausfahrt nächstgelegen? So, wird nächstgelegen. Sucht er sich den nächsten Punkt, den er irgendwo findet. Und in dem Fall ist es gar nicht so ineffektiv. Wahrscheinlich ist das gar nicht so schlimm, dass das nicht alles blau ist. Ansonsten laufe ich die mal einmal ab hier und mache die alle blau. Jetzt nutze ich mal die Chance und schicke den auch schon mal los. Feld 05 parken. Silo Input. KW-Kartoffeln. So.
Den Superliner. So, jetzt noch mal rüber. Okay. Wir gucken. Wahrscheinlich brauche ich einfach noch einen zweiten von denen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, er fährt jetzt hier hin. Fährt das Rohr aus. Okay. Anhänger Nummer 1. Oh, stark, die können ganz komplett voll mit Kartoffeln geladen werden. Das ist ja der Hammer. Anhänger Nummer 2. Leer. Rohr wieder rein. Jetzt dreht er einmal, das ist ungünstig. Wie würde man das noch besser machen können? Dann müssten beide Punkte hintereinander sein, ne? Ja gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also, es funktioniert. QED, Quad Error Demonstrandum. Irgendwas wird blockiert. Naja, nicht schlimm. Die erste Runde ist ja immer nicht ganz leicht. So, der ist bei 70%. Ich will jetzt sagen, vielleicht reicht das ja mit einem Überladewagen sogar. Er ist schon auf dem Weg runter, glaube ich. Die nächste Rutsche wird ja dann sowieso die einfache. Also, ich bin der Meinung, es funktioniert. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es noch besser geht. Vielleicht mit Cosplay oder ähnlichem. Macht's gut, bis dann. Tschüss.